Hey Leute, wieder einmal gibt's Neuigkeiten zur vierten Staffel und zum kommenden Miraculous-Film. Zunächst aber das, weswegen ihr wahrscheinlich auf das Video geklickt habt. Es wurde nämlich endlich ein offizielles Poster zur vierten Staffel veröffentlicht, auf dem wir Marinette als neue Wächterin bzw. als neue Hüterin der Miraculous sehen. Da diese Aufgabe von Meister Fu an sie übergeben wurde, bevor dieser sein Gedächtnis an die Miraculous und alles, was mit ihnen im Zusammenhang steht, einbüßen musste, hat die Miraculous-Box nun auch ein anderes Aussehen angenommen und sich Marinette angepasst. Mit Sicherheit werden wir in der vierten Staffel auch noch die restlichen Miraculous mit den dazugehörigen Kwamis in Action sehen. Zwar haben wir das schon so halbwegs gesehen, als Marinette alle Miraculous trug und natürlich auch, als die Kwamis zusammen Nuru zelebrierten, doch dürfte es definitiv interessant sein, in Erfahrung zu bringen, wer die neuen Träger werden. Eine Sache allerdings, die ich in etwa so unlogisch finde, wie der Umstand, dass keiner Marinette und Adrien erkennt, wenn sie verwandelt sind, ist, dass fast alle Träger der Miraculous bisher aus Marinettes Klasse stammen. Also wäre ich Hawkmoth und hinter dem Miraculous her, dann würde ich doch etwas stutzig werden. Ich meine, eigentlich liegt es dann doch auf der Hand, dass auch Ladybug und Cat Noir in dieser Klasse sind, aber nun gut, das nur nebenbei. Was auch noch die Möglichkeit für Staffel 4 oder spätestens Staffel 5 wäre, denn die wurde ebenfalls schon bestätigt, ist die Rückkehr zum Tempel der Hüter, den Ladybug durch die Kraft ihres Miraculous wieder instand setzen konnte. Dieser Umstand müsste eigentlich die Rückkehr all der anderen Miraculous-Boxen bedeuten, denn wie wir in der Rückblende erfahren haben, gibt es weitaus mehr als die Miraculous, die uns bisher gezeigt worden sind. Schließlich haben wir noch ein neues Konzeptbild für den kommenden Ladybug und Cat Noir Film erhalten, auf dem wir Cat Noir am Klavier sitzen sehen und Ladybug, die daneben steht. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass dies eines der Szenen ist, in denen sie zusammen singen, denn es wird einige Lieder im Film geben. Im Folgenden möchte ich euch ein paar Ausschnitte der Dreharbeiten aus dem Studio von Miraculous zeigen, damit ihr einen ersten Eindruck der Songs bekommt. Je n'ose rien lui dire. Je le veux que pour moi. Quand je le vois sourire, je sais qu'il va me fuir. Je ne peux retenir. Elle qui me voit. Et maintenant, on te donne le choix. Un costume épique, une chanson d'action. Tout est fantastique, un mot féerique. Je suis si près de toi pour la première fois. Je veux bien t'offrir cette danse, mon chat, mais ce sera pour moi la dernière fois. Und das wäre es erstmal mit den heutigen News zu Miraculous Ladybug. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung die anderen News verlinkt. Worauf freut ihr euch schon am meisten und was möchtet ihr unbedingt in der kommenden Staffel sehen? Schreibt mir eure Ideen und Wünsche gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal.